Gedankenanstoß. Die Kirchengemeinde St. Martini hat für dieses Jahr 2020 eine besonders schöne Osterkerze geschenkt bekommen. Sie wird uns leuchten bis zum nächsten Osterfest 2021. Ihre Flamme erinnert uns an die Flamme des Heiligen Geistes und sie erinnert uns an das Licht vom Ostermorgen am dritten Tage, nachdem Jesus gestorben war. Da fanden die Frauen und alle, die dann danach kamen, Jesus nicht mehr als tot im Grab. Wir sehen hier die Sonne, wie sie ein kleines Schiff, ein Boot, bescheint. Schiffe und Boote sind schon seit der Erzählung von Noah und der Arche Symbol für Gottes Rettung. Die gesamte Schöpfung findet darin Platz. Dieses Boot ist geformt wie eine Hand, in der alles sicher bewahrt ist, was in dem Boot ist. Vor den Stürmen des Lebens sozusagen bewahrt. Als Jesus seine ersten Freunde traf, da kamen die gerade zurück von einem Fischzug. Am Morgen war es. Sie waren müde und Jesus sandte sie noch einmal hinaus, denn sie hatten in der Nacht nichts gefangen. Als sie wiederkamen, da waren ihre Netze voll, obwohl es ungewöhnlich war, am Tag fischen zu gehen. Wir sehen hier Fische unter dem Boot. Das griechische Wort für Fisch ist Ichthys. Man könnte es auch als Abkürzung sehen. Die Buchstaben stehen jeweils für ein Wort. Übersetzt würde das dann heißen: Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter. Als Jesus seinen ersten Jüngern sagt, was geschehen wird, da verkündet er Petrus, dass Petrus Menschenfischer werden wird. Wir Menschen, wir sind gedacht eben wie die Fische, die gehalten werden. Wir werden nicht gefangen genommen und nicht getötet, sondern gerettet sozusagen, zusammengehalten. Menschenfischer wird Petrus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird unser Retter. Wir sehen die Segel dieses Bootes und sie sind gebläht. Das steht für die Kraft des Heiligen Geistes, die dieses Boot fahren lässt. Jesus Christus saß mit seinen Freunden oft im Boot, manchmal um Ruhe zu finden, manchmal um zu einer großen Menschenmenge zu sprechen, einmal auch, als ein Sturm aufkam. Da zeigte Jesus seinen Freunden, welche Kraft der Heilige Geist hat, und er befahl dem Meer, dem See, dass die Wellen schweigen sollten. Und der See wurde glatt, trotz des Sturms. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist ein Kirchenlied, das wir jetzt manchmal singen, wenn es darum geht, was Kirchengemeinde ist. 1963 wurde es komponiert und gedichtet. Und es steht dafür, dass eine Kirchengemeinde genau so ist wie dieses Boot. Sie soll vor den Stürmen des Lebens nicht schützen und bewahren, sondern sie soll die Menschen daraus retten. Die Stürme gehen nicht weg. Sie sind immer noch da, aber das Boot Gemeinde hilft, sie zu überstehen. Im übertragenen Sinn werden die Wogen geglättet. Das Kreuz Jesu Christi hält uns dabei. Wie hier auf dem Bild ist es manchmal durch die Stürme des Lebens und durch die Schwierigkeit zu glauben, dass Jesus uns rettet, tatsächlich wie gebogen. Aber es hält und wir werden davon festgehalten. A und O, das sind die ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets, Alpha und Omega, das steht dafür, dass Gott Anfang und Ende unseres Lebens ist. Gott war schon, bevor wir waren, und er wird sein, nachdem wir schon längst nicht mehr sind. Umfangen ist unser Leben in Gottes Kraft, gehalten, sicher. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns antreibt in unserem Boot. Nicht das Böse des Lebens und das Schwierige können uns überwältigen, sondern Gottes Kraft wird uns sicher tragen durch die Wogen des Lebens.